Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier wie versprochen immer noch an der Stelle unterwegs. Sind nicht wirklich weitergekommen. Wir fahren mal wieder 90, obwohl hier nur 80 erlaubt sind. Nicht gut, nicht gut. Bleiben wir lieber bei den 84. Wir haben wenigstens nicht geblitzt. Mir gefällt das Fahren mit Musik viel besser. Ich höre sonst ja Webradio. Hatte ich ja schon mal in der Folge drüber geredet. Und dann macht es die Beats hier jetzt auch nicht gerade schlechter, ne? Man hat wenigstens etwas, wo man so ein bisschen, ja, Unterhaltung hat, sag ich mal. Wenn ich hier also so sitze und fahre, beziehungsweise beim Let's Playen halt hier sitze und rede und ein bisschen fahre. Ist das für euch Zuschauer leicht langweilig? Ich weiß es nicht. Und ja, ich weiß ja nicht so ganz, mit Musik gefällt es mir eigentlich immer besser. Nur bei manchen Spielen passt Musik einfach nicht. Ich sag jetzt mal zum Beispiel The Hunter, wenn du da Musik hinterlegst, das bringt das Ganze nicht. Weil, naja, du musst ja die Rufe hören und so weiter. Aber Euro Truck Simulator, dachte ich mir mal, warum nicht? Probieren wir das mal, ob es gescheit funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, werdet ihr diese Parts entweder nie sehen, oder ihr werdet einfach nur den ETS Sound kaum hören, weil die Musik lauter ist als ETS. Das könnte auch so ein Punkt sein, der passiert. Aber gut, wollen wir es nicht hoffen. Wäre blöd, wenn das so ist. Wenn es so ist, kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Außer alles neu aufnehmen. Aber dann werdet ihr die Parts nicht sehen. Wenn ihr diesen Part hier seht und das ihr gerade hört, hat alles einigermaßen funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, oder genauso funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Tja. Da wollen wir nicht runter. Wir fahren weiter nach Hamburg. Dann da. Hamburg. Ja, der Verkehr hält sich zurzeit halt ein bisschen in Grenzen, ne? Gucken, wir sind jetzt gerade 980 Spieler hier auf dem Server. Da ist gerade mal wieder jemand. Aber viel ist das anderes. Sind wir schon an der Grenze? Oder ist das ein, nee, ist das ein Parkplatz? Ja, wenn wir über die Grenze drüber sind, dann kann ich auch irgendwann mal tanken, aber ich habe noch Zeit. Ich tanke hier oben im Norden nicht so gerne. Das ist mir viel zu teuer hier oben. Kann sich kein Mensch nicht leisten. Ja gut, leisten schon, aber ob man es unbedingt machen muss. Ich versuche immer vor der Grenze zu tanken, wenn ich hier hochfahre. Dann auf dem Rückweg oder so schnell wie möglich wieder zurückzukommen, dass mein Sprit halt reicht. Und dann nicht hier oben stundenlang irgendwie in der Pampa rumzufahren. Das wird dann immer so eine Kostenfrage, ne? Das meiste Geld, was ich hier verdiene, geht eigentlich für Reparaturkosten drauf. Unfälle mit anderen LKWs, Unfälle, die ich selbst verursache, weil ich einfach gerade unaufmerksam war. Handy am Steuer. was? Nein. Nein. Passiert mir leider ein bisschen oft, dass ich dann auf einmal mal so einen Leitpfosten mitnehme oder die Leitplanke leicht streichel. Ja, nicht gut. Sollte man lassen. Vor allen Dingen beim richtigen Autofahren. Da auf gar keinen Fall mit dem Handy fahren. Auch am besten nicht rauchen oder sonst was auch. Lasst es einfach komplett sein. Konzentriert euch aufs Autofahren. Ja. Das ist wichtig. Über ETS, gut, bezahlt halt dann halt mal Reparatur. Beim Autofahren kann das anders ausgehen, ja. Müsst ihr euch immer vor Augen halten. Aber gut. Eure Entscheidung. Aber ihr müsst auch immer bedenken, es kann nicht nur euch treffen, dass ihr euch irgendwie gegen einen Baum setzt, sondern es kann auch sein, dass ihr einen Fußgänger mitnehmt. Ich weiß nicht, wie ihr damit klarkommt. Also ich werde damit gar nicht klarkommen, wenn ich auf einmal einen Fußgänger mitgenommen habe und dann weiß, ne, ich bin dafür verantwortlich, dass dieser junge Herr, diese junge Dame da gerade gestorben ist. Ne, das ist, ich glaube, das kann keiner so ab. Zumindest kein normaler Mensch. Also Leute, beim Autofahren, aufs Autofahren konzentrieren und nichts anderes machen. Nicht am Navi rumstellen, nicht irgendwas am Handy gucken,
Rauchen, okay, ist grenzwertig. Rauchen ist sowieso ungesund. Lass es einfach komplett. Ne? Da habt ihr das Problem weniger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Essen und Trinken soll man ja eigentlich auch nicht machen, weil es auch ablenkt, aber. Na gut, eigentlich ist es besser, wenn man hungrig wird, ist man so schon recht lang gefahren. Einfach mal eine Pause zu machen, aus dem Auto auszusteigen, sich zu bewegen und dabei was zu essen. Weil dann wird man auch gleich mal wieder ein bisschen wach. Wenn man so lange sitzt im Auto, wird man ja langsam müde. Wenn man dann mal rausgeht, sich an der frischen Luft bewegt, wird man eigentlich wieder wach. Ist natürlich doof, wenn es regnet. Gebe ich zu. Dann muss man sehen, wer sich wach hält. Aber nicht Kaffee trinken, das hilft genauso wenig. Ich merke schon, es wird halt so eine richtige Lernstunde. Halt hier Predigten. Ja. So ist das. Aber würde ich nicht jedes Mal meinen LKW reparieren müssen, weil ich auf einmal Totalschaden habe oder sowas wegen Geisterfahrer oder Fahrer, der mich abdrängt, Fahrer, der zurücklegt. Oder ähnliches. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Also, wenn die auf einmal meinen, sie können schon rüberfahren, können sie aber nicht und ziehen einfach einmal voll durch und klatschen nicht voll gegen die Leitplanke drüben. Nicht so toll. Oder solche Sachen eben. Das ist immer ein bisschen unangenehm. Das sind dann meistens auch noch die, die einfach wegfahren. Es gibt ja häufiger mal sowas. Sie übersehen dich an der Kreuzung oder was. Oder. Können dich halt irgendwie. Oder haben dich einfach nicht wahrgenommen, haben vergessen, ins Spiegel zu gucken. Was auch immer, ziehen raus und nehmen dich halt voll mit. Und bleiben dann stehen und schreiben, sorry. Dann reporte ich denjenigen auch nicht. Es sei denn, es war ziemlich erkenntlich, dass er es mit Absicht gemacht hat, weil er schon vorher als so gefahren ist. Aber wenn da einer kommt und nimmt mich aus Versehen mit und entschuldigt sich dann dafür. Manche fragen sogar, ob sie irgendwie helfen können, da wieder rauszukommen, wenn man da irgendwie so total beschissen auf der Seite liegt oder im Graben hängt. Dann sage ich, gut. Das war halt jetzt doof gelaufen. Vielleicht war er gerade von irgendwas abgelenkt, von seiner Mutter oder einer Freundin oder sonst was auch. Ne? Ich weiß ja nicht, welches Alter diese Person hat. Klar. Aber ne, dann ist mir das recht egal, dann reporte ich denjenigen nicht. Aber wenn da einer so richtig angerast, Entschuldigung, angerast kommt und fährt schon allzu komische Schlangenlinien so, oder bleibt dann hinter mir, zieht raus, zieht dann so richtig mit Absicht mehr oder weniger früh rein, weil man kann jetzt danach spiegeln fahren, dann drücke ich dem auch einen Report rein. Warum auch nicht? Ist dann ja verdient. Ist berechtigt. Also werde ich wohl verantworten können, das dann zu reporten. Dann halt immer die Frage, so entscheidend muss man das ja selbst. Aber man sollte so Leute, die einen mit Absicht wegrammen, nicht einfach da durchgehen lassen. Dann machen sie das alles wieder. Na Kollege, was machst du da? Auch ein Deutscher. Ja, es gibt jetzt ja diese neuen Tags. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal vorgestellt habe. Ich glaube nicht. Kann man jetzt auch gar nicht zeigen. Sei denn. Upsala. Muss mal kurz hier. Settings. Da sieht man ihn. German Trans GmbH. Einfallsreichste Name. Ja. Oh, das ist cool. Das sind jetzt zwei LKWs. Aber wir haben uns den Namen so gemeinsam überlegt, also Leo de Mindo und ich. Haben wir uns gedacht, passt doch ganz gut. Kann man mal nehmen. Und ja, haben wir uns auf den Namen geeinigt. Wir fahren jetzt alle drei mit demselben Tag. Wir werden nämlich dann zusammenfahren, kann man uns besser zusammenhalten. So, die beiden fahren bestimmt mal eben 90. Ich dachte, ich hätte mal jemand, der mit mir in eine Richtung fährt, so. Aber wohl eher nicht. Also sie fahren schon mit mir in eine Richtung. Gut. Aber was bringt mir das, wenn sie 200 Kilometer vor mir sind? Also bestimmt noch ein paar LKWs. Die werde ich nie wiedersehen. Zumindest nicht heute. Nein, sie bauen einen Unfall. Ja, auf dem Zeitbildschirm hat sich gerade einfach Steam geöffnet mit 50% Rabatt. Was ist das? Kann ich mal lesen, was?
Dark. Also Steam ist da so grundsätzlich offen, aber jetzt hat es auf einmal war eben Vollbild draus gemacht. Auf meinem Zeitbildschirm und hat da auf einmal noch das Zusatzfenster mit diesen Rabatt- und Aktionsangeboten geöffnet. Ich weiß ja nicht. Was auch immer. Die Freundesliste ist jetzt auf einmal auch Vollbild. Die macht sich gerade selbstständig. Ja, gut. Ne, solange es weiterhin funktioniert und nicht einfach abspielt. Hat ja auch schon. Habe ich Steam-Spiel gespielt. Und dann hat sich einfach mal Steam offline gesetzt. Dann war super toll, wenn man das gerade im Multiplayer gespielt hat. Ja, ja, machst du nichts mehr. Vor allem nicht mehr im Multiplayer. Na, was macht der Kollege hier? Auch fragwürdig, was der jetzt vorhat. Wenn der jetzt da losgefahren ist, dann ist das wahrscheinlich auch so ein Chaot, der versucht einen wegzuhauen. Der wartet dann einfach an irgendeiner Stelle, bis jemand vorbeifährt. Dann versucht er hinterher zu fahren. Was macht der Kollege denn hier? Jo! Was? Was? Wirklich? Ging der gerade wirklich so, oder? Ja gut. Wow, Kollege! Ja, Leck trifft's. Zieh bitte nicht vor mich. Ein bisschen Angst. Ruckelt so ganz dezent. Das haben wir ja so als nebeneinander, ja. Ups, Alter. Ja, gut. Weiß noch nicht ganz, was der machen will. Will er da runter? Weiter runter? Ja. Dann habe ich jetzt hier wieder Reifen für mich. Warum ich immer gerade gegen den Waldberg gefahren bin. Ich war, glaube ich, noch ein bisschen verwirrt von dem, was da eben im Gegenverkehr passiert ist. Wie kann sowas denn passieren? Ich meine, der lag auf seinem Fahrerhaus. Und meine Hinterräder hingen in die Luft. Muss man erstmal schaffen. Kostebitz. Ich weiß gar nicht, wie weit wir noch fahren müssen. Mal gucken. 6 Stunden. Boah, ist noch ein kleines Stück. Wir fahren mit der Tankstelle, die nehmen wir aber nicht. Wir haben noch einen abfüllenden Tank. Er quält sich den Berg hoch. Und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder genau an dieser Stelle hier. Und dann würde ich sagen, ciao!